Und damit einmal herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2 Part 45. Oh. Bei mir. Ah. Habe ich dich enttäuscht? Blut oder Loot? Blutendes Loot! Super. Mein Loot tut gut. Und. Ja. Irgendwas mit Blut. Der ultimative Schurken-Gottliat hatte meinen Death Trap fast nicht tot bekommen. Aus von diesem Planeten runter. Versorgungstransmitter für meine Lunar-Versorgung. Banditen haben einen gestohlen, sie nennen sich meine Freunde, sind sie nicht? Bitte hol ihn! Nice. Nice. Ey, einer lebt noch. Wo ist das eins? Und warum hatten wir noch irgendwie keinen Beutezwerg oder so? Öffnet die ganze Zeit diese Behälter hier, aber nichts. Der ist halt nix entgegengesprungen. Spring mir in die Fresse! Ich gehe jetzt mal den großen Umweg zu dir. Ah ne, ich sehe noch Kartons. Ey, wenn eine Legi drinnen wäre, wäre das cool. Ja. Aber wie wahrscheinlich ist es? Wahrscheinlich genug, um die kurze Extra-Route zu gehen. Es gibt diverse Hotspots, wo man welche bekommen kann. Ja. Oh. Ich weiß, was wir uns, für einen der nächsten Parts noch aufheben können. Ein Krieg gegen einen legendären Gegner, gegen einen gar unbesiegbaren. So früh schon. Im Normalen ist er einfach. Mit Level 32? Ich kann. Weißt du, vor allem, ich kann sogar dich theoretisch unten in der Schlachtbank lassen. Deathtrap spawnen, sterben und dann einfach oberhalb der Schlachtbank stehen, während Deathtrap immer noch kämpft. Ah, oh, gefunden. Ich wollte schon so oft verschwinden. Keine Chance. Aber der Transmitter bringt mich hier weg. Bring ihn her. Ja, das tut er. Ich dachte, ich komme mal wieder zu dir. Hast du vor allem gesehen, wie mich das eine Rohr weggestupst hat? Nope, da ist was verpasst. Da hast du was Gutes verpasst. Wie hier einfach kein einziger Gegner mehr lebt. Haha. Gegner ist tot. Alle Gegner sind tot. So ungenau, aber so geil! Ich sag das, alles muss sterben. Stell dich mal drunter. Nein, ich mag nicht die Radieschen von unten sehen. Du siehst doch nur den Aufzug von oben. Hey, erinnerst du dich noch daran, als wir mal hier oben waren und eine Fehlermeldung kam? Nice. Better look back. Doom. Hier ist nirgendwo mehr ein Gegner. Mach schon! Ich aktiviere den Transmitter. Bin ich weg? Gibt es doch irgendeine Mission, die wir in Sword of Cordran machen müssen? Ich schau das gerade mal, aber ich glaube nicht. Ja, da haben wir noch eine. Oh, wir haben zwei. Das hier ist wieder eine lila Waffe. Der ist mit dem Echo Recorder müssen wir noch machen und noch eine andere. An hier als Klang. Mission accomplished. User has been left the planet. Du?
Wie? How? Danke. Alles gut, dann lassen wir uns Anhaltspunkte sammeln. Ja. Ich habe nämlich gesehen, was die Belohnung sein wird und dachte mir... Ah. Waffe? Lila eine Waffe. Ah. Das Problem ist jetzt halt, wir müssen Gegner töten. Weißt was? Cut, wir müssen noch mal kurz ins Gebiet wieder rein. Ja. Sag Bescheid, wenn du draußen bist. Wobei, ich seh's dann ja. Und wieder rein. Ja, es ist alles wundervoll. Ja. Post-Production wird regeln. Ja, und du wirst im Strahl kotzen, nehme ich an. Ich doch nicht. So, einen kurzen Cut später sind wir wieder an Ort und Stelle. Gelle? Ja. Ich hab meinen ganzen Energiepacken verloren. Nice. Gut gemacht. Vasalius, Heilung! Heilung und Herrschaftszeichen. Außerdem, wenn der Gujan stirbt, fährt sich ja sein Kopf aus. Und das hat er gerade durchgemacht. Das war ein wenig. Das war keiner eklig. Ich nehme gleich einen Anhalt. Kreislauf des Lebens! Mir springt immer noch nichts in die Fresse. Ich verschor dich mit den anderen. Vor langer Zeit gab's mal so Kerle, die Crimson Lads. Arbeiteten für die Atlas. Ey, noch ein Anhaltspunkt. Die Deserteure ließen sich in Old Haven nieder und überfielen und töteten jeden im Umkreis von einem Scheißhaufen in ihrer dörren Stadt. Ich habe bisher noch keinen Hinweis gefunden. Ich habe alle gefunden. Ja, jetzt fang ich an. Narg! Mach mal noch der Außerwelt. Ich finde eine tiefe, dunkle Wärme. Ich hab die Höhle. Das ist der Außerwelt dort. Also was machen wir jetzt? Die eine oder die andere Mission? Der Auserwählte. Wir machen es immer vom Gebiet her. Ja, weil dann sind wir jetzt auch noch bei dem anderen. Töte den Kleinen! Ja, wir brauchen noch ein Echo. Run.
glaube, ich bin gleich bei einem. Weg um der. Ich werde die Galaxie retten. Bewaffnet mit dem fiesen Verwüster, der mir vom weisen Seher Markus geleitet wurde. Werde ich mit herzvollen Sawtooth-Korgen vordringen und es vom Bösen befreien. Ich wusste immer, dass ich zu höherem bestimmt bin. Ich wusste nur gehen und mich meinem Schicksal stellen, liebe Hörer, für Gerechtigkeit, für Ruhm, für Mut. Was für ein Vollidiot. Jetzt gib mir mein Geld zurück. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach oben. Wo müssen wir die ganzen Missionen abgeben? Sanctuary, oder? Ja, wir haben hier doch noch eine. Wir haben hier noch eine? Ja, deswegen habe ich dich ja vorhin so gefragt. Entweder die eine oder die andere. Weil du hast gerade in dem Moment die Mission gewechselt, als ich noch in einer 5 war. Ja, weil wir für die andere in ein anderes Gebiet müssen. Für die Karte meinst du? Ja. Okay, das war in einem anderen Gebiet. Ja, guck nach. Verstehe. Ja, auf einmal macht Sinn, oder? Hey, da liegt der Ridium. Immer noch kein böser Gegner in einer Box. So sehr ich auch suche. Hey, Lootkiste! Mit Loot, das ich nicht einsammeln kann. Wir sollten irgendwann auch mal noch zeigen, wie man Waffen klont. Vielleicht. Dafür brauchen wir erstmal eine gute. Ach, du bist jetzt in die Coastal Caverns, okay? Der ist halt die Mission. Ne, ich hätte erst für die anderen abgegeben, aber gut, dann machen wir das jetzt. Ich höre Barkeeper. Und hast du schon Anhaltspunkte gefunden? Ich muss gerade mal überlegen, wie das nochmal genau war. Unter der Sorge mit dem Eisen im Bar. Was sie sagen. Au, au!
Ah, ja. Sorry. Ich bin sehr hart am Sterben. Randaliere und fülle den Ort mit Balken! Hilfe! Vielleicht schaffst du es ja noch. Bestimmt nicht. Was, Crystalisk? Fick dich! Nicht mehr lang bis Level 33. Ja, super badass Tonne. Oh cool, da hinten ist ein super badass. Ich tu mal so, als würde ich dich aufheben. Gut, so getan. Weißt du, super Bälle zu viel im Kopf, wenn ich mir denke. Das ist ja eine relativ einfache Mission eigentlich. Ja, es sind nur die behindertsten Viecher, die es gibt. Ja. Nicht mal, weil sie irgendwie gefährlich sind, sondern es sind einfach nur nervig. Das sind alles die Missgeburten der Natur. Genau. Mehr darf ich nicht sagen, sonst müsstest du sehr viel sehen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, darf ich das oder muss ich das dann pensieren? Wenn ich zum Beispiel sage, dass man diese beschissenen Drecksbastarde hätte abtreiben sollen. Thank you.
wenigstens scheine ich irgendwie zu überleben und ich habe keine Ahnung wie. Wie überlebst du eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ah, das klingt gut. Ich hab die Gegner mitgebracht. Verschaffe dir Zugang zu der oberen Anlage. Verschaffe mir Zugang dazu. Ich würde den Gegnern raten, nichts Blödes zu versuchen. Danke fürs Warten. Ihr Penner! Deathtrap soll noch ein wenig spielen. Donk. Komm, zeig mir deinen Hinter. Noch 1, 2, 30 Gegner. Level 33. Yes, save. Oh, ich hab beides. Als Maul! Wie wär's, wenn ich noch einen zweiten Death Trap beschwöre? Wär cool, kannst du aber nicht. Ja, wäre cool. Und ist hier was von Wert drinnen? Ja, nicht wirklich. Cool. Damals ist die Waffe gewechselt. Lass mich! Mission accomplished. Yep. Zurück. Und jetzt dann ab nach Sanctuary. Eine Schnellreise später. So, wir können die ganzen Missionen noch abgeben. Bringt das viel, wenn wir beide zum Markus gehen? Nicht wirklich. Dorko! Muss mal kurz in die Missionen schauen. Wer Dust, wer Fridge, wer Highlands, Faustcuts, du wirst sterben, echt. Oh! Das ist sogar unter Level 50 markiert, das habe ich nicht gewusst. Nice. Und? Warum? Das sollte eigentlich nicht so schwer sein im normalen Modus. Wer muss sich um all diese neuen Kammern kümmern? Meins! Du kannst. Jack ist vielleicht tot, aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Noch
3 Iridium aus Waschmaschinen. Jetzt hat man übrigens auch gehört, was die sagen. Aber ich glaube, die sagen das jedes Mal, wenn man ins Spiel geht. Glaube ich auch. An diesem Punkt. Weil Postgame. Wie wir einfach schon wieder ein Drittel voll haben. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part werden Weiber zu Hyänen und bis dann. Bis dann. Ciao.